Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Pro Evolution Soccer 2015, die Demo im letzten, höchstwahrscheinlich letzten Spiel, muss man ja auch dazu sagen, von mir gegen meinen Kollegen. Ja. Der leicht angespannt wirkt, überhaupt nicht. Also ist, letztes Spiel, oder im ersten Spiel war es Real gegen Juventus Turin, 1-1. Im letzten Spiel Bayern München gegen Real Madrid. 6-0 für Bayern. 6-0 für mich. Und jetzt spielt der FC Barcelona meinerseits. Gegen Juventus meinerseits. Genau. Und ich möchte aber noch mal kurz sagen, es kann natürlich auch sein, dass man mal hier so ein bisschen Geklimpere hört, wie wir auf die Tasten drücken. Aber ich will auch damit sagen, ja, wir sind jetzt hier kein 100.000 Euro Studio-Dingsbumster. Wir sind hier bloß zwei Kumpels, die miteinander zocken. Und ja, bist du jetzt soweit? Dann würde ich dir gerne jetzt den Anstoß vollziehen. Es geht los. Insoweit bin ich fertig. Ich spiele erstmal zu Messi. Alter! Oh Gott! Rot, grau, gleich. Und runter. Nee. Aber das finde ich halt bei Pro Evo, das gibt es immer, also jetzt bei der Demo, immer kleine Karte. Ja gut, das war schon ein bisschen. Ja gut. Mir ist eigentlich fast auf den Kopf. Gut, dass sie das, die Szene weggeschnitten haben. Was? So. Hier spielt auch der Weiser mit. Boah, echt? Hm, Luis Suarez. Ey. Hier ist erstmal Messi, Junge. Alter. Hier aber auch gleich erstmal Antritt, der Typ. Das ist einfach zu krass. Ja. Oh, ich habe gedacht, ich habe einen Ball noch. Oh, jetzt erstmal Messi, den mache ich rein. Hör mal, irgendwie so. Genau so. Pirlo. Lass ihn nicht. Oh, oh Gott. Geil. Oh, das war schlecht. Und Steven spielt doch wieder mit Juventus Turin mit seinen. Oh, scheiße, ich lauf genau rein. Oh. Mit dem Team, was er zuerst hatte und wir bloß 1-1 gespielt hatten. Denkt man, da will er wieder in ein altes Schema zurückfallen. Muss ich denn eigentlich jetzt nochmal gewinnen? Um alle um zu gewinnen? Ja, weil das erste Mal stellen sie ja 1-1. Also, da werde ich jetzt mal loslegen. Alter! Oh, wieso kommt der denn? Oh, Messi! Messi, die Rakete. Guck dich mal an. Dein Dribbling. Weltmeisterlich. Oh. Jawoll! Und da geht's schon wieder los, ey. Oh. Neymar! Der einzige. Ich denke, der hat einen Rücken. Nee, nicht mehr. Der hat nicht mehr Rücken. Geht's ihm wieder gut, oder? Ja, der spielt wieder. Hat du was letztes? Das sah echt böse aus, ne? Ja, das stimmt. Ich finde auch Neymar, der ist auch so ein zierlicher Typ, weißt du? Ja. Gerade so, das sah echt sehr, sehr. Ich sehe einen kleinen Pipi-Stoß. Hm, der war schlecht. Boah! Da war anscheinend ein Hüter draußen heute. Ich weiß nicht. Ja, ich drücke. Und so weit. Druck. Druck. Druck, Druck, Druck. Tja. Hallo. Oh. Und jetzt. Dreck. Oh. Das ist so. Ich kann mich nicht runter. Warum nicht? Weil ich nehme die Sitze. Der Bauch regt. Ey, nichts mit meinem Bauch. Der ist urweltmeisterlich. Dieser Bauch zeigt meinen Wohlstand. Oh, das ist doch. Wieso dreht denn der sich dort dann so und? Na, weil er. Wie? Da ist ja kein Kreisel. Hey, Kreisel. Das ist gefährlich, was du hier machst. Quatsch. Oh. Der hat einen linken. Ja, der hat einen rechten. Aber für mich hier FC Barcelona wohl. Offensiv stärkste Mannschaft auf der Welt, also für Fußballmannschaft, sage ich mal so. Messi, Suarez und Neymar, da haben sie echt Bombe, aber halt defensiv sind sie immer schlecht. Hm, schade. Muss man Messi ein bisschen mit einbeziehen, ja. Das ist, ich kann nicht richtig schön spielen und das ist so scheiße und Pfui und Neymar.
Ich habe heute ein ziemliches Formtief. Ich hoffe, das wird morgen besser. Sorry, das möchte ich. So. Lücke ist eben. Doch, ich. Gut. Du mit deinem verdammten Hin- und Hergepasst, du machst mich verrückt. Was ist denn? Du kriegst das sowieso nicht zustande. Boah. Nee. Danke. Das ist wieder so toll, dumm. Schade. Nein. Oh, oh. Ich bin so ein Depp. Gib mir her. Johnny. Aha. Das ist aber auch schon. So viele Freispiele. Lauf. Komm schon. Ja, das ist Pogba, auch ein ganz guter Spieler. Alter Schwede. Ging aber auch durch. Jetzt soll ich erstmal Ter Stegen raus. Vollendung ist mir so. Ich eigentlich. Oh. Warte, was? Ich nicht verstanden. Spielst du Fußball im Verein? Ja, aber ich kann's nicht. Mein Spieler hat einfach meinen eigenen umgeschmissen. Ey. Und es. Oh! Ich dachte, ich hab den Tor an. Ich hab hoch, aber der hat einen schönen Trüb gelüpft noch. Carlos Tevez. Oh, das will ich nochmal sehen. Nicht. Das will keiner sehen. Zack. Oh, gerade so, ja. Ja. Die Sauer. Du hast gerade meine Spiele umgekloppt. Vielleicht wird's nochmal interessant. Oh. Alter Schwede. Naja, es ist halt wahr, es ist nicht mehr so. Komm schon. Das habe ich auch noch nicht verstanden. Muss ich da extra stehen irgendwo? Oh. Nee. Ja, okay. Erstmal hier zu Messi, Junge. Kannst das wieder so einpacken, Junge. Und Neymar steht so frei. Ey, das ist doch so scheiße. Ja. Nächsten Nehmer, in welchem Rücken? Gräber. Irgendwas meinst du klar. Nö. Das war unsportlich. Ja. Suarez, gelbe Karte. Aber ich muss aber sagen. Provoziert ihr nicht, sonst fängt ihr an mit Beißen. In unserem Freundeskreis sind wir ja nicht die besten Spieler, oder? Also würde ich jetzt mal so sagen. Nein, definitiv nicht. Nee. Also, manche, die spielen auf der höchsten Stufe, war. Also auf der allerhöchsten. Allerdings, ja. Immer so. Aber ich glaube, wir spielen. Ach so, gut, wir spielen ja jetzt sowieso gegeneinander. Oh, Scheiße. Das ist nicht das Spiel. Neymar! Das ist doch dieser. Ach, der ist echt gut. Überleg mal mit Messi hier und Dings. Das ist schon ein echt gutes Team. Ich gehe aber halt auch immer drauf, das sind halt die alten Dortmund-Gene. Da musst du immer da drauf gehen. Oh, Sven, lauf! Nein, Hilfe! Was nun? Achso, Halbzeit. Ja, oh Mann. Mit zweiter Halbzeit muss ich mich ein bisschen zusammenreißen. Ein bisschen doller. Ein Torschuss? Der hat wohl getroffen, ja. Ja, gut, das stimmt. Also 100%iger Ausbeute, ja. Und Fußball hat schon die wildesten Sachen gegeben. Alter Schwede, was hast du denn gemacht? Aber da wird nie wieder laufen können. Das hätte jetzt aber eigentlich dran müssen. Ach, da wollte ich wieder zu viel mitnehmen. Oh, ich das war Mist.
Das ist doch so zum Kotzen. Dass wir um ist, weil die Rüdiger es annehmen brauchen, weil er annehmen können. Ich spiele in der Rüge oder sowas genau. Na, es kann ja sein, du passt. Ja, kann schon möglich sein. Dann krieg ich den Ball, weißt du? Das ist mehr als möglich, würde ich sagen. Na komm, na komm. Oh! Nimmt er nicht mit, ey. Oh. Oh! Weg damit. Ey, wieso sind denn die so langsam? Oh. Nee, man wollte gerade einen Ball wegkloppen. Vidal gegen Biscuit. Hallo. Biscuit? Sergio Biscuit. Oh. Lionel Messi. Der Ball geht an Pirlo vorbei. Den macht er weltmeisterlich. Und dann schießt er einfach mal. Oh, der hält aber diesmal gut, boah. Sonst lässt er nochmal abtropfen, Fan. Ui. Hätte ich doch nach oben gespielt. Nee, der wollte Neymar wieder, der wollte wieder zu viel. So ein Kerl, ey. Basakli. Ey. Ja! Kacke, Mann. Ey, mit dir spiel ich nochmal, ja. Mann. Mann. Suarez, ey. Weiß lieber einfach nicht. Wie er es macht, hä? Zack. Da konnte Buffon, der alte Mann, der hat schon, weißt du, der war weg. Der wollte irgendwo hin. Ich weiß auch gar nicht, was ich hier mache. Jawohl. Ja, na sicher. Hast du den? Der hat auch so eine komische Dings geschossen. Weißt du? Dings. Was ist das für? Ja, mitkommen? Oh, das ist der Böse! Weg damit! Ja, natürlich. Ach, Mensch, ey. Snowboard fahren oder was? Snowboard fahren? Was macht denn Ballon dahinter? Der geht ihm nicht. Nicht Muschi, ey. Neymar. Das ist jetzt also der beste, finde ich, der beste Spieler. Hat mir besser gefallen wie Ronaldo. Oh, der war gut. Oh, Beispiel, hallo. Hallo. Oh, ja gut. Ja, hallo. Vielleicht nochmal. Jetzt wollte ich keinen, wollte ich eigentlich mal auswechseln. Ich würde gerne eins machen. Hast du schon eins gemacht? Ich würde gerne noch eins machen, habe ich gesagt. Achso. Noch eins? Ja, ich will auswechseln. Hoffentlich kommt jetzt keine Musik hier. Gott sei Dank. Zum Beispiel. Xavi ist. Xavi ist fertig. Bring ich mal Rakitic, der ist zwar schlecht drauf. Da bring ich noch einen Pedo. Ein Pedo-Bär? Pedo. So. Und ich bringe mir noch Avelay. Ja, ich bin falsch. Claudio Marchisio. Pepe. Nee, der das? Was denn du? Weiß ich auch nicht, ich sehe gar nicht durch. Ja, so ist gut. Ist der jetzt in der Topfit? Was? Da guck mal bei mir drüben. Oh, Bonner ist, der kann ihn nicht mehr. Bonner. Naja, dann trage ich das mal. Vielleicht muss ich noch eine Minute. An den Nacher. Schade, dafür gibt es keine Animation, wie jetzt ausgetauscht werden. Also muss halt so sagen, die Demo ist ziemlich zeitig erschienen. Also ist halt noch ein ganz schönes Stückchen hin. Bis zum fertigen Spiel. Und ich glaube auch jetzt vor kurzem ist erst die PC-Demo rausgekommen. Aber ich spiele hier halt immer noch auf PlayStation 4. Muss ja immer gesagt werden.
Alter Schwede. Oh, geskippt. Nein. Ah. Ja! Schenkelklopfer. Deine Mutter. Das ist ein Schenkelklopfer. Aber gut. Danke. Ja, fick dich, danke. Ey, hast du noch mal zu dir vor? Das stimmt. Den mache ich ja nicht. Das kann sein. Nehmen wir winkt schon wieder. Oh, schade. Ich drücke immer für Sprinten scheiße. Das ist kacke. Was machst du? Du drückst immer Sprinten zu scheiße? Ah. Keine Sau drin, schade. Oh Gott, sehr geil. Nein. Ist das das Beispiel eigentlich schlecht? Och! Das war gut. Das war echt gut. Ach! Aha. Ja, ich wollte einen Hamm. Aha. Der Hinteranker. Aber grafisch finde ich eigentlich schon nicht gut. Ja. Ja, auf PC sieht es noch einen Hauch besser aus. Weg damit. Neymar hat wieder den Ball. Und jetzt gibt Neymar als letzter. Final Countdown. Tja, der haben wir schon mal besser gesehen. Der war ein Scheißwert. Ja, nehmen wir es so fertig. Das merkt man hier auch gut, wenn die, wie soll ich sagen, die Fitness oder wie auch immer, die Ausdauer nach unten geht, besser gesagt. Ach, zerschießen die auch schlechter und passen auch schlechter. Also merke ich jedenfalls so. Deswegen ist es halt doch mal nicht schlecht. Oh. Nee, ey, ich hab dabei gespielt. Hallo, ist das voll behindert? Gab's da gerade jetzt eigentlich? Aber wieso kann ich... Wieso kann ich die jetzt eigentlich nicht meine Mauer verschieben? Das wäre halt cool. Oh Gott. Sah irgendwie... schnell und... Nein, gut, nee. Oh, hast du den erwischt? Voll gegen die Bande da oben. Sah aus wie gegen so einen Kopf. Pedo! Ach. Ich hab's mir gerade so extrem lange gelassen. Ja, weil die nicht mehr so fit sind. Das war's. Ja, gut, damit hat unser kleiner Noi gewonnen. Leider. Arschloch. Yeah! Aber trotzdem ein schönes Spiel, fand ich. Ja. Das zweite nicht, aber das zweite jetzt war. Na gut, das stimmt. Dann zweiten war ich einfach zu krass überlegen. Da war ich einfach der King. King Louis spricht King. Na gut. Damit sagen wir Tschüss. War so eine kleine Reihe von mir oder uns auf meinem Kanal. Genau. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und danke euch vielleicht fürs Zuschauen für die drei Videos und sage damit auch Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielleicht zu einem anderen Projekt, was wir jetzt hier so noch nicht nennen dürfen und können. Und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.